einem meiner vorherigen Videos zur Sellerrunde Grün habe ich die Behauptung aufgestellt, dass die Sellerrunde nicht unbedingt für Anfänger geeignet ist, weil sie einige rote Pisten enthält, die zum Teil Abschnitte enthalten, die eine Tendenz zur schwarzen Piste hin haben. Da aus dem Video zur Sellerrunde allerdings nicht eindeutig hervorgeht, wo diese Pistenabschnitte zu finden sind, möchte ich sie jetzt in diesem Video einmal im Einzelnen vorstellen. Abschließend wäre noch zu sagen, dass es hier und dort rote Abschnitte der Sellerrunde gibt, wo es aber Optionen gibt, sie auf blauen Pisten zu umfahren. Aber diese drei Abschnitte, die jetzt hier in dem Video kommen, sind allesamt Abschnitte, für die es zumindest keine mir bekannte Umfahrungsmöglichkeit auf einfacheren Pisten gibt. Weiter geht es jetzt zum Plan de Gralba auf einer Piste, die ich bislang nur bei schlechtem Wetter gefahren bin. Mal sehen, wie sie heute ausschaut. Sicht ist bescheiden. Pistenverhältnis auch jetzt am Vormittag schon. Eher bescheiden.